Es waren einmal 25 Zinnsoldaten. Die waren Brüder, denn sie stammten von ein und demselben zinnernen Löffel. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht geradeaus. Rot und blau war ihre Uniform. Genau so war das. Ich weiß es, denn ich war dabei. Viele kennen diese Geschichte. Ja, ich glaube, alle haben sie schon einmal gehört. Also kennen mich alle. Aber kennen alle diese Geschichte so, wie ich sie kenne? Ich bin ein Zinnsoldat, bin SN und bin der 25. in der Reihe. Ich weiß Bescheid und ich bin aufgeregt, weil das so ist. Alle kennen meine Geschichte. Dabei habe ich sie noch nie jemandem erzählt. Das mache ich heute zum ersten Mal und deshalb bin ich aufgeregt. Wenn ich einen Fehler mache, wenn da etwas nicht stimmt, vielleicht vergesse ich das Wichtigste und alle wissen alles besser als ich, dann muss man doch aufgeregt sein. Erzählen ist schwer. Manchmal fällt einem unterwegs noch was ein oder man erfindet einfach etwas dazu. Dann sagen die Leute, das ist doch aber falsch. Der spinnt doch. So war das gar nicht. Dabei waren diese Leute gar nicht dabei. Aber Ärger kann das geben. Man muss also gut erzählen. So gut, dass aus einer alten Geschichte eine neue Geschichte wird. Und deshalb darum und deswegen bin ich natürlich so aufgeregt. Ich, SN, der Zinnsoldat, der 25. Der feine Kerl, der aus der Pappschachtel kam und eine sehr große Liebe hatte und darum viele Abenteuer erlebte und der seine Geschichte jetzt endlich sehr aufgeregt anfangen muss zu erzählen. Nämlich so. Wir lagen in einer Schachtel. Die war aus Pappe und es war sehr eng in der Schachtel. Wir waren 25 Mann in dieser engen Schachtel aus Pappe. 24 Mann waren meine Brüder und ich war der 25. Mann und Bruder. Wenn wir uns umdrehten, knarrte es mächtig und quietschte auch. Wir wurden gerüttelt und geschüttelt und lärmten, dass kein Kanonendonner lauter sein konnte. Hey, du erdrückst mich, Bruder Fünf! Rück du zur Seite, Vierter! Der Siebte drängelt so. Ich? Ich bin es nicht. Es ist der Achte. Vorsicht, Jungs. Die Schachtel platzt. Meine Nase. Das ist mein Knie. Dein Schnurrbart kitzelt. Du hast Zwiebeln gegessen. Und du wohl nicht? Wir haben zusammen gegessen. Ruhe, Leute. Stillgelegen. Ordnung, Disziplin und so weiter. Ist das klar? So war das in der Schachtel. Und der eben, das war der Älteste von uns. Der Chef, der Korporal, unser Befehler. Er war der Schönste und der Stärkste von uns Brüdern, weil er zuerst aus dem Löffelzinn gegossen wurde und deshalb war er unser Chef. Ich lag als allerletzter in der Reihe. Bis zu mir hatte der Löffel nicht mehr ausgereicht. Es fehlte etwas Zinn und darum fehlte mir ein Bein. Na und? Das war nicht das Problem. Ich stand nicht schlechter auf dem einen Bein als meine Brüder auf den beiden. Wo ist da ein Grund zum Jammern, Stöhnen oder Meckern? Man muss besonders standhaft sein und weiter nichts. Es wird nicht gewackelt, geschwankt und gestolpert. Gestanden wird. Hergehört, Jungs. Jetzt kommt meine Rede. Also, damit alles klar ist, wir sind ein Geschenk. Ein Zinnsoldaten-Geburtstagsgeschenk. Ein feines Geschenk. Ein Geschenk zum Spielen. Wir sind also Spieler. Das heißt mitspielen, klar? Wir sind ein Spielzeug. Also legt euch ins Zeug, wir bauen uns auf und dann sind wir aufgebaut und da. Hurra! Und alle! Hurra! Hurra! Und da standen wir nun mit Musik auf dem Tisch. Alles Spielzeug war angetreten, war erschienen. Und was da nicht alles erschienen war, ein herrliches Schloss aus sehr buntem Papier. Durch die winzigen Fenster konnte man in prächtige Säle hineinstaunen. Vor dem Schloss standen kleine Bäume um einen Spiegel, der eigentlich ein Teich war. Weiße Schwäne schwammen darauf und spiegelten sich natürlich. Doch das Herrlichste
Was zu sehen war, eine kleine, feine Dame. Sie war einfach schön. Aus feinstem Seidenpapier geschnitten, trug sie aber einen Rock aus bestem Linnen. Das war sehr modisch, aber auch sehr natürlich. Die kleine Dame, und eine Dame war sie, streckte die Arme, die Hände und sämtliche Finger aus, bewegte sie in der Luft, und so bewegte sich auch die Luft, denn die Dame war eine Tänzerin. Aber die Hauptsache war, sie stand auf einem Bein, jawohl, nur auf dem einen, und drehte sich. Ich musste immer wieder hinsehen und konnte überhaupt nicht mehr wegsehen. Oh, ich liebe dich, kleine Dame. Du bist eine Frau für mich. Du stehst auf einem Bein, wie ich. Du bist wie ich. Ich bin wie du. Das sieht man doch gleich. Und man fühlt es auch. Wir sind also ein Paar. Was soll ich dir noch sagen? Ich bin es. Guten Tag. Ich bin es. S.N. Der Zinnsoldat. Der 25. Ein feiner Kerl, sagen meine Brüder. Hörst du mich? Erhöre mich. Du hörst mich nicht. Doch schreien kann ich nicht. Wer kann denn Liebe schreien? Liebe mich. Aber meine Tänzerin sagte nichts. Sie tanzte nur. Vielleicht wollte sie mich nicht, weil ich doch keine Wohnung hatte, nur eine Schachtel, die zu eng war, und sie hatte ein ganzes Schloss. Doch auf einmal war mir, als hörte ich sie sprechen. Ich dreh mich auf einer Spitze und wachse in die Höhe hinein. Meine Arme bewegen die Wolken und alles, was da noch so ist. Ich tanze mich immer näher an meine Wünsche. Aber das hatte ich gar nicht wirklich gehört. Ich hatte die Worte gesehen und ihre Arme, ihr Körper erzählten mir nur einen Tanz von der Erde und was da noch so alles ist. Ich versuchte es noch einmal. Hallo, schöne Dame, kleines Fräulein, du tanzt herrlich, du bist schön, du bist sehr schön. Und ich erlaube mir, wünsche sehr und bitte darum, dass sie, du, vielleicht meine Frau werden könnten und sollten. Ich bin ein feiner Kerl, ziemlich beliebt, sehr standhaft, verehre die Künste und Tänze und bitte also um ihre schöne Hand. Jetzt winkt sie mir zu. Jawohl, das tut sie. Sanft, zärtlich streichelt sie mich. Oder nicht? Was sehe ich wirklich? Oh Freund, lieber Freund, ich tanze nur für dich. Du siehst, wie nahe ich dir bin. Ich berühre deinen Schnurrbart und sage dir Worte ins Ohr, lange, große Worte. Verstehst du meine Sprache? Dann antworte mir, Freund. Was ist los, Bruder Essen? Da stehst du und starrst und redest. Das Spiel ist aus. Lass dich einpacken. Marsch in die Schachtel und Schluss für heute. Ach, Bruder, du musst mich lassen. Ich liebe. Siehst du das Mädchen? Sie tanzt und spricht mit mir. Ich sehe, dass sie tanzt. Doch ich höre nichts. Du träumst, Essen. Ab in die Schachtel. Nachtruhe. Disziplin, Junge. Ordnung muss sein. Reiß dich zusammen. Aber ich liebe sie. Ich muss es ihr sofort sagen. Die Nacht ist schön. Lass mich bleiben, lass mich reden, lass mich lieben. Quatsch, Kerl. Na, Unsinn, Bruder.
in die Schachtel. Aber ich werde die ganze Nacht weinen und stöhnen. Ich werde mich von einer Seite auf die andere wälzen und laut reden. Ich lass euch nicht schlafen. Ihr müsst mir einen Arzt rufen, weil ich krank werde. Mir kalte und warme Umschläge machen und mich immer wieder trösten. Ich werde nie mehr standhaft sein. Wenn das so ist, und das ist wohl so, bleibe, versteck dich und mach mir keine Schande. Viel Glück, Brüderchen. Geh ran. Mach's gut. Wir sehen uns zur Hochzeit wieder, dass das klar ist. Die anderen ins Bett. Marsch, marsch. Licht aus. Ruhe. Deckel zu. So war mein Bruder ein großer Brummer und ein weicher Kerl. Ich suchte mir, wie befohlen, ein Versteck und legte mich hinter eine Schnupftabakdose. Da sah ich meine Tänzerin gut, die sich immer noch auf einem Bein drehte. Ich konnte sie mir in aller Ruhe betrachten, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen, denn die Liebe bewegte mich doch sehr. Mein Mädchen, höre mich. Rede, mein Freund, rede nur. Erzähle, mein Lieber, erzähle doch. Ich tanze deine Worte, tanze sie. Es war einmal ein Zinnsoldat, der hieß S.N. und lag mit seinen vielen Brüdern in einer Schachtel. Sie waren ein Geburtstagsgeschenk. Als sich die Schachtel öffnete, sah der Zinnsoldat eine sehr feine Dame, die auf einem Bein stand und sich drehte. Und weil S.N. auch auf einem Bein stand für ein zweites, hatte das Zinn nicht gereicht. Da verliebte er sich ganz plötzlich und sehr schnell. Weiter, mein Freund, liebe mich weiter. Schneller, mein Lieber, liebe mich schneller. Der Zinnsoldat wollte die Tänzerin heiraten. Er ging nicht zurück in seine Schachtel, weil sie so eng ist und kein Platz war für die Liebe. Er versteckte sich und fragte seine Dame: Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Ja? Aber das Mädchen antwortete ihm nicht. Warum antwortet sie nicht? Warum antwortest du nicht? Was ist los? Was ist das? Was für ein Lärm! Ich kann meine Antwort nicht hören. Jetzt sind wir dran. Jetzt ist Spielzeugzeit. Jetzt wird hier eine Kugel gerollt, dass die Wände wackeln. Schrie die dicke Kugel und die Wände wackelten. Ein Hampelmann trampelte zu den Puppen. Hallo, ihr Puppen. Jetzt machen wir ein Spielchen mit Quietsch und Überschlag. Da quietschten die Puppen und überschlugen sich. Ein Trommler trat an und schlug zu. Hey, Trillerpfeife! Wir machen ein Konzert mit Pfiff! Es war ein schreckliches Konzert. Dazu donnerte eine uralte Kanone ohne Unterlass. Ein Nussknacker knirschte. Ich brauch jetzt was zum Beißen. Ich brauch eine Nuss. Eine harte Nuss. Ich will was knacken. Eine Nuss war nicht da, aber ein Kanarienvogel. Der sang mit zwei Stimmen. Ich bin ein doppelter Singvogel. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich bin der Meister. Hört ihr das? Ich bin ein Duett. Man hörte alles. Das Rollen, Quietschen, Donnern, Trommeln, Pfeifen, Knirschen und Zwitschern. Man hörte die Kugelpuppen, den Hampelmann, Trommler und Pfeifer, den Nussknacker und den Doppelvogel. Nur meine Tänzerin hörte ich nicht. Seid doch still! Bitte etwas leiser! Ich habe der Tänzerin einen Heiratsantrag gemacht und kann ihre Antwort nicht hören. Jetzt wird gerollert und gekrachert, getrommelt und verpfiffen.
bequietscht und zerhampelt, geknirscht und gedonnert. Jetzt ist Klachfreizeit! Natürlich sagte die Tänzerin kein Wort. Was soll man auch sagen, wenn es doch nicht zu hören ist? Sie drehte sich auf ihren Bein und ich stand standhaft dabei, sah sie an und mir war ganz schwach, wo doch eigentlich die Liebe stark machen soll. Auf einmal schlug mitten in dem Lärm die Uhr 12. Rums sprang neben mir die Schnupftabaksdose auf und heraus hopste ein kleiner, schwarzer Kobold, so ein verschnupfter, grimmiger Kerl. Der nieste laut mehrere Male und war auch sonst ziemlich stolz und unfreundlich. Upschi! 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 Hey, du da! Was stehst denn du da? Du hast da nicht zu stehen. Soll ich dir ein Bein stellen? Tu's doch, dachte ich. Versuch's nur, dachte ich auch. Denn reden wollte ich mit sowas Unfreundlichem nicht. Ich sah weiter auf mein Mädchen, denn das sah ich lieber. Was starrst du Löcher in unsere Luft, du Vogelscheuche? Was siehst du da? Hier gibt's nichts zu sehen. Soll ich dich kneifen? Mit dir rede ich doch überhaupt nicht, sagte ich zu dem Kobold. Mit dir rede ich auch morgen nicht. Das hatte gesessen. Der schwarze Kerl wurde noch schwärzer vor Zorn. Knurrte der Zwerg. Knurrte er hinterher, und das musste in seiner Sprache etwas sehr Schlimmes sein. Aber ich sah meine Tänzerin an, was den Kobold noch viel wilder machte. Du halber, krummer, dummer Zinnsoldat, was glotzt du so? Was geht die Tänzerin dich an? Geh weg! Ich sage es zum letzten Mal und ich bin hier der Oberste, wenn nicht noch mehr! Da lache ich doch. Ach, da lache ich doch gleich noch einmal. Weil Oberste das gar nicht leiden können. Das weiß man doch und deshalb tut man es. Na warte du da, warte ab! Morgen wirst du was erleben. Dann stehst du nicht mehr da und glotzt und lachst. Mit dieser Schimpferei verschwand der Kobold in der Dose und knallte den Deckel zu. Weg war er. Und ich war ganz schön standhaft gewesen. Das hat sich aber gut angehört, was er da gesagt hat, der Zinnsoldat. Da sagt mal einer, was er denkt. Hoho. Das wird noch Ärger geben. Kobolde rächen sich immer. Mama, ja, lass ihre Wut nur an Spielzeugen aus. Hey, Soldat, wir werden jetzt sehr leise sein. Sprich deinen Heiratsantrag. Seid still, Ruhe, leise. Jetzt kommt ein Heiratsantrag. Liebe Dame, bestes Mädchen, feine Tänzerin. Ich bitte sehr und bin sehr aufgeregt. Erlaube mir zu fragen, ob du möchtest, was ich möchte. Das wäre schön für uns beide und wir wären glücklich so als Mann und Frau, als Ehepaar und wie das noch so weitergeht. Das hat er aber gut gemacht. Mir hat es auch gefallen, so mit Herz. Ein feiner Antrag war das, alle Achtung. So schöne, viele Worte hintereinander, die sollte man sich merken. Und so gut gesprochen, mit Betonung. Jetzt wollen wir auch noch die Antwort hören. Sag ja! Ehrlich, Freunde, Leute und Zuhörer, es wäre herrlich gewesen, wenn sie ja gesagt hätte. Aber sie tanzte. Nein, sagte sie auch nicht. Sie tanzte nur. Vielleicht war meine Liebe zu schnell. Sicher wollte sie erst zu Ende tanzen und dann anfangen zu lieben. Man muss sich Zeit lassen, muss standhaft sein. Dann wird unsere Ehe sehr lang und standhaft sein. Oh, das war ein guter Gedanke von mir. Und ich dachte noch die ganze Nacht nach über die Liebe und wie man das so macht. Es wurde Morgen. Ich hatte die ganze Nacht hindurch gestanden, geschaut und war nicht müde dabei geworden. Ein wilder Staublappen wedelte um mich herum und machte Ordnung und Staub. Ich musste niesen und an den schwarzen Kobold denken. Aber der war ja in seiner Dose. Doch plötzlich nahm mich eine Hand in die Hand und trug mich auf das Fensterbrett. Jetzt war ich meiner Tänzerin ein ganzes Stück näher gekommen. Eben wollte ich der freundlichen Hand danken. Da geschah es. War es der Wind? Oder war es der Kobold? Mir war,
als hörte ich ihn in seiner Dose hämisch lachen. Das Fenster öffnete sich, meine Tänzerin machte vor Schreck einen Sprung und ich fiel hinaus. Ich fliege. Oh, oh weh. Ich bin aus dem Fenster geflogen und unterwegs. Oh, herrlich, herrlich. Ich sause. Der Wind pfeift. Ich habe keine Angst. Ich bin standhaft. Oh, meine Tänzerin, siehst du mich fliegen? Haltet mich, ihr Flieger, ihr Vögel, ihr Luftfreunde. Fliegen ist wunderbar, aber jetzt reicht es mir. Das ist genug, ich muss doch zurück. Meine Brüder suchen mich, mein Mädchen liebt mich. Ich darf nicht verloren gehen, ich bin ein Geschenk. Ich will nicht nach unten, ich will nach oben. Wer fliegt mich? Wind, Wind, dreh mich um. Das hört ja überhaupt nicht auf. Und jetzt fällt es mir auf, ich fliege nicht. Ich falle, ich stürze ab. Au, verdammt und verflucht. Wer flucht hier? Ach, ich war das. Na, das wird ja wohl noch erlaubt sein zu fluchen, wenn man auf dem Kopf landet und mit dem Bajonett im Straßenpflaster stecken bleibt. Aber die Landung war gar nicht so schlecht für einen ersten Flug, wenn auch verkehrt herum. Man muss in jeder Lage standhaft sein. Hey, SN, Bruder, wo steckst du? Wo steckst du? Dass ich nicht lache. Wenn mein Bruder wüsste, dass ich wirklich feststecke, der würde lachen. Aber es ist gut, wenn man gesucht wird. Aber besser wäre es, man würde mich auch finden. Bruder, unser standhafter und bester, rechts außen und Flügelmann, melde dich. Wo bist du? Sag was. Brauchst du uns? Wir kommen. Ich kann euch leider nicht sagen, wo ich gerade bin. Sonst springt ihr alle aus dem Fenster. Das wäre eine Springerei. Ei, das wäre eine Springerei. Und dann steht ihr alle auf dem Kopf wie ich. Was ist denn das für eine Armee, die auf dem Kopf steht? Nein, 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 nein. Bleibt, wo ihr seid. Ich mach das hier unten allein. Lebt wohl, ihr Strammen, ihr Feinen, ihr tapferen Kerle. Nanu, wieso? Warum denn das? Ich weine? Weine ich? Ich habe Tränen im Gesicht. Unsinn, Soldat, das sind doch wir. Ach, ihr seid das. Wer seid ihr denn? Wir sind der Regen und haben eben angefangen. Es regnet. Wir regnen. Wir, denn wir sind viele. Doch wir waren es gewöhnt, auf Köpfe zu tropfen. Und du stehst falsch herum. Das wundert uns, wir staunen sehr. Ich bin beim Fliegen auf den Kopf gefallen. Doch wenn ihr von oben kommt, könnt ihr mich wohl auch zurückbringen. Lieber Freund, wir kommen nur herunter. Hinauf fällt kein Regen. So ist das mit uns. Und das ist nicht zu ändern. Wir müssen jetzt weiter fliegen. Da kann man gar nichts machen. Und ich bin ganz nass. Da können wir dir helfen, Freund. Wir hören einfach auf zu regnen. Jungs, Mädchen, hört auf zu tropfen. Wir machen morgen weiter. Auf Wiedersehen, Kopf steht an der komischer. Wo sehe ich euch wieder? Ihr Tropfer und Spritzer. In jedem Wasser siehst du uns wieder. Halt, Winke, Winke und hallo. Hallo, hallo. Ja, da stehe ich nun, nass und auf dem Kopf. Die ganze Welt ist verkehrt. Ach, es ist schwer, standhaft zu sein. Geh ich doch da so vor mich hin, da seh ich doch was. Außer dir, Emil, versteht sich. Wenn du was sehen solltest, sehe ich dies natürlich auch, Paule. Ja, und was ich sehe, steht auf dem Kopf und sieht rot aus. Was ich sehe, steht auf dem Kopf, hat nur ein Bein und sieht rot und blau aus. Da siehst du richtig, Emil. Es ist ein Zinnsoldat.
Wir sollten jetzt ein Spielchen machen mit Spaß, Paul. Wir lassen ihn verreisen. Ist das ein Spiel mit Spaß? Er soll eine Bootsfahrt im Rinnsteig machen. Ja. Um die halbe Welt. Warum nur die halbe? Sei nicht so geizig, Emil. Wir zeigen ihm die ganze Welt. Dann gib du deine Zeitung her. Wir bauen ihm sein Boot. Das wird aber eine teure Reise. Die kostet 10 Pfennig oder einen Groschen. Ich gönn's ihm. Ahoi, Kleiner. Alle Mann an Bord. Die Anker gelichtet und schöne Grüße von Paul und Emil. Junge, komm wieder und erzähl was. Ahoi. Ahoi. Paul und Emil hatten mir ein sehr feines Boot aus den neuesten Nachrichten gebaut. Ich schwamm in die Welt und konnte lesen, was da alles so los ist. Sie liefen neben mir her, machten ein paar Wellen und schrien: Grüß Afrika! Amerika! Ja, Nilpferd! Und das Pony Pedro! Juhu! Dabei pfiffen sie ein Lied, das gerade Mode war, klatschten in die Hände und das Wasser lief dem Emil in den Schuh hinein und bei Paul wieder heraus. Gute Jungs, feine Kumpel und ich hatte den Spaß, wenn ich auch etwas traurig dabei war und sehr einsam.